Der brutale Überfall auf den Pförtner eines römischen Forschungszentrums führt zu tollen Spekulationen. Wenn wir es hier wirklich mit Spionage zu tun haben, wie Sie glauben, dann ist das ein heißes Eisen. Daran wollen Sie sich doch die Finger nicht verbrennen. Der brandneue Thriller eines berühmten Autors. Die neunschwänzige Katze. Ein spannungsgeladener Film schildert die atemberaubende Jagd nach einem Phantom. Bianca, ich muss dir was sagen. Ich bin der Einzige im ganzen Institut, der weiß, was heute Nacht gestohlen worden ist. Und ich weiß auch, wer es gewesen ist. Wer redet, ist schon ein toter Mann. Ist es Unfall oder Mord? Alles Vererbungsforscher. Sie arbeiten in zwei Teams an zwei verschiedenen Projekten. Mahlzeit, und das habe ich nicht gesehen. Ein sensationelles Foto wird für den Reporter zum Totenschein. Bei wie vielen Personen haben Sie eigentlich Ihren Y-Test gemacht? Sie sind ja erstaunlich gut informiert. Woher wissen Sie von den Versuchen? Wer dem Geheimnis zu nahe kommt, ist in Lebensgefahr. Der Unheimliche kennt viele Wege. Nicht! Hast du schon was getrunken? Nein, warum? Die Milch ist vergiftet. Aber denken Sie nur nicht, dass ich irgendjemand verdächtige. Ich bin nämlich einer, der am Leben hängt. Es liegt doch überhaupt kein Anhaltspunkt für Spionage vor. Ist in meinen Augen reine Spekulation. Da jagen wir einer Katze mit 9 Schwänzen hinterher. Eine Katze, die 9 Schwänze hat, wie eine 9-schwänzige Peitsche. Die 9-schwänzige Katze. Das Meisterwerk eines Krimi-Spezialisten mit Weltstar-Besetzung. Viele treiben ein gefährliches Spiel. Dem Verlierer bleibt nur eine Chance. Mord? Glaubst du, dass es ein Wahnsinniger war? Bitte vergessen Sie nie, dass unsere Forschungsarbeit, die übrigens im internationalen Rahmen betrieben wird, streng geheim ist. Ja, hier Bianca. Es wird Schwierigkeiten geben. Wer hält die Fäden in der Hand? Wo ist Braun? Na raus damit! Das weißt du doch besser als ich, du Schwein. Ich weiß überhaupt nichts. Und wir beide, Laurie und ich, wir machen einen Besuch bei Bianca Merosi. Wir haben da schon eine Idee. Stimmt's, Laurie? Sag ja. Ja. Jeder kann das nächste Opfer sein. Laurie. Er hat Laurie entführt. Ein Mörder geht um. Hast du das eben gehört? Ja. Still, warte. Das war vielleicht eine Katze. Wie kommst du darauf? Die 9-schwänzige Katze. Ein Film um ein tödliches Geheimnis. Tja, ich möchte meinen Vertrag kündigen. Ja, es gibt schon die merkwürdigsten Zufälle. Vor ein paar Stunden hat Arno den Mörder verwundet. Was hast du denn da in der Hand? Also wirklich eine Katze mit 9 Schwänzen. Und nicht einen einzigen haben wir davon bisher in die Finger bekommen. Sie erleben eine sensationelle Lösung. Psycho-Thriller nach Maß.